einen Bossfight? Nee. Also, es geht noch, aber man muss nicht. Es gibt seit 8. Dezember gibt es jetzt Affen, die sind ultra stark. Und zu Genesis 2 kamen Shadowmanes raus. Ich kenne die nicht, ich habe es aber gehört. Die sollen halt klein wie ein Tiakolee und stark wie ein Giga sein. Die kann man auch zu den Bossen mitnehmen. Also es gibt schon ein paar Variationen jetzt mittlerweile. Aber wir haben jetzt die ersten Bosse auch gemacht. Also die Bosse von früher auch gemacht mit Rexen. Die Brutmutter, der Drache. Den neuen Boss haben wir gemacht mit 10 Affen und 10 Rexen. Also Rexen spielen schon noch eine Rolle, aber wenn du dann Genesis 2 hast, mit den Shadowmanes anscheinend nicht mehr. Also ich habe das nur gehört. Ich habe Genesis 2 selbst nicht gespielt, kommt aber dann noch. Also ist die Antwort eigentlich nein. Ist nicht das stärkste Tier mehr. Für das Bossfight. Für das Bossfight, na klar. Für den Bossfight oder die Bossfights. Hab's zwar noch nicht gemacht mit den Shadowmanes, aber mit den Affen, den neuen Affen, haben wir es gemacht. Die sind schon heftig. Den kannst du halt einen Helm aufsetzen mit 1000 Armor oder was auch immer und dann ist es ganz cool. Und die sind beweglicher und viel kleiner. Mich nerven die Rex beim Bosskampf immer. Weil du halt keinen Platz mehr hast. Alles klar, Crazy Face, bis später. Schlaf schön. Ich bin auch schon ultra müde. Ich will nicht meine komische Müdigkeit da dingsen. Ich muss ja aufwachsen hier. Morgen nochmal von Anfang anfangen. Kein Bock. Ich muss mindestens 2 Buildings durchkriegen. Ich muss Progress machen. Jetzt irgendwann gast du mich jetzt zusammen. Nein, also. Quit. Ja, zum Glück ist die auf jeden Fall, dass ich die Giga hin tun. Die Giga direkt sind, sich unbedingt hin tun. Damit sie halt aufwachsen, weißt du? Ja, wie ist. So, jetzt haben wir, glaube ich, die Tiere erstmal alle sortiert, bei den Quetzelt. Da haben wir noch 3/4 als Ex übrig. Das da. Zack. Was ist in dir eigentlich noch drin? Nur Schweinereien. Es gibt seit Genesis 2 schon coole neue Sachen. Hab mich immer dagegen gewehrt, aber ja. Jetzt nicht mehr. Ich denke schon, ich war zwar nie da, aber ich denke schon, ja. Kann man schon fliegen, Genesis 2, oder? Oh, welche Shit aus dem Kopf gar nicht.
weg, ne? Achso, okay, dann passt das ja. Was machst du denn da? Dann ist hell in der Nacht oder was? Ist so hell? Ja. Ja, was sehen wir denn? Ich hab schon einmal das Geschlecht geändert. Ein Transfire wie für Level 3 von 7. Was heißt das? Transfire? Also Feuer, klar, Trans. Trans. Mutieren. Und GZ fürs Klon mit der schönen Klonmaschine oder was? Die 1000 Element braucht. Pro Klon. Achso, einfach mit dem Mutator geklont und gewechseltes Gender. Ganzen Gigas hier, Alter. Da haben wir nicht fertig, oder was? Langsam, aber too stetig. Too cold? Die Ordnung in den Laden. Meinst du? Ja. So viele Giga-Eiter sind dann mal daneben gepasst an mir. Wo für Land das kommt? Und wie lange hat es gedauert mit dem Klon? Den Klon da? Der Wiefern war wild, der 288. Das Maximum, so einen nochmal zu finden, wird schwer, dann aber klonen. Okay, ja klar. Kann man hier mal machen? Why not? Ja, so ein Element, okay. Das ist doch gar nicht mal so viel. Kann ich zum Beispiel auch mein Pronto stehen lassen, ne? Na auf klar. Der Insel. Das passt hier super gut in die Kulisse, wenn der dort steht. Gute Nacht, Howl Avenger. Mini Damage, eckige Klammer. So 4 ist 4, 6? Ja, 4 hochgegangen. Geil. Ja, Leben halt scheiße, aber was willst du machen? Man kann ja nicht alles haben. Man kann ja nicht alles haben. HP ist 23, 29 höchstens, okay. Okay, passt. Okay. 29. 29. 33. Oh, das ist 33 oder was? Okay. 29. Das nehmen wir auch nochmal. Okay, passt. Und mal schauen, was für Damage da war. 46, 46, 46, 46, 42. Okay, 42. Ja. Wegen dem HP und dem Ding können wir mitnehmen. What the fuck? Bin ich denn rausgekommen? Blauen Arc, sagst du? Da wollte gar keiner hin. Na klar, das stimmt. Das hättest du nicht, doch nicht hingebaut, was mit dir? So.
klar. Haben wir doch vor mich. Macht Sinn. Manches hier. Schrankprobleme. Habe ich eigentlich einen neuen Drachen dahin getan oder nicht? Sind die neuen Drachen eigentlich schon durch oder wie ist das jetzt, hä? Kann ich die jetzt auch rauslassen hier? Jetzt eigentlich schon. Ja, der Mannagrau und das andere Vieh kann weg. Ja, das war für mich Müllkammer, ne? Ja. So, den Mana tun wir mal mit. Seinen Kollegen. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir die Gigas hier raus, dem Giga. Weg. Giga. Weg. Zerstören. Ja. Okay. Passt. Geht doch. Geht doch. Haben wir noch Soul-Dinger da? Ja, und ein paar noch. Rex. Fertig. Dino. Rex, Dino. Rex, Dino und Spino. Soul Station wird das Ganze schon extrem erleichtern, das Ganze ist so wild. Mit dem Einsammeln auf das Einsammeln, wenn sie Babys sind, ist ja krass. Kein 4-8er? Doch. 5-2. Hä? Warte. Dino, PT, Kurskammer, Karten. Mini Damage, Klammer. 48. Nein! Ist keiner gebrockt oder was? 4-4? Es kann nicht sein, dass die nicht brocken. Wieso ist es bei denen so schwer? Ich krieg den Damage nicht hoch bei den Scheißaffen. Es bleibt 44. Das ist so schwer. 44, 48, 44. Nee, bitte nicht. Okay. 5, 4, 3, 3, 9, 3, 9. 3, 8, 3, 7. 3, 6, 3, 5. Oh ne, das brauchen wir nicht. Okay, na dann. Sehr hell, wild bei denen hier. Oder ist das... Habe ich das schon sortiert, dass es überbleibt? So, nee, was sind die denn hier? Wow, jetzt ganz leckerino. Achso, mit deinen. Ich seh's.
Ja, aber das leckt nicht. Wenn ich, wenn ich 10 Seelen rausschmeiß, bei jeder 10. gibt es kurz einen Leck oder so. Ganz komisch. Zack, hab ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Deswegen haben wir ja vorher noch mal über Ark 2 gesprochen. Wäre halt schon nice, wenn wir was hinkriegen können, das nicht so empfindlich ist. Auch, dass man einfach entspannt spielen kann und die, besonders die Multicore-Sachen genutzt werden. Weil es jetzt schon noch Probleme ist mit Multicore. Also, oder immer noch. Ja, technisch wird sich auf jeden Fall was weiterentwickeln. Überleg mal, wie lange Ark 1 her ist. Alter. Naja, geht. 6 Jahre. 7 Jahre wären es dann. Das ist schon viel Zeit in der Gaming-Branche. Ja, das Problem ist halt, die Engine haben sie nicht geupgradet in der Zeit. Es ist halt 4.05 haben sie. Und es gibt schon 4.24 oder so. Konnten sie nicht upgraden, weil sie so viel verändert haben. Deswegen können sie nicht auf 5 gehen. Normalerweise kannst du, wenn du die Engine nicht zu sehr veränderst selber, kannst du umsteigen. Ja, aber ich denke mal, in gewissen Sachen musst du die Engine verändern. Ansonsten kriegst du es nicht umgesetzt. Ja, das, so, ja, das ist klar. Das, was sie, die mussten es ja bestimmt, sonst kriegst du gar nicht die Sachen hier überhaupt gemacht. Was auch gut ist, dass sie es überhaupt so anpassen konnten, ne? Klammer. Ich hab Kattle vergessen. Kattle. C7. 7,5. 7,9. 7,5. Okay, nice. Da sind die Drachen, ich hab schon vergessen, dass ich die da hingestellt habe. Ich hab die vergessen. Komplett. Wie ultra wäre ein Spiel mit Unreal Engine 5, ne? Aber so ein bisschen Terraform müssen sie doch zulassen können. Wenn es feste Hülle und sowas gibt. Bisschen. Irgendwie. Aber dass die Engine nicht enthält, das ist ja kacke. Ich denke, zu viel wird auch zu leistungslastig dann. Das Problem ist immer, das auch, Gags. Klar. Du musst immer gucken, die wollen einen breiten Kundenkreis haben. Und das ja, habe ich ja neulich schon mal gesagt. So schlecht wie Ark am Anfang lief, auf keinem PC lief das, nirgends. Ja, aber eine Analyse hat ergeben, dass nicht mal 50% der Gamer oder der Leute, die zurzeit viel spielen, über die 20er-Serie raus sind, was Grafikkarten angeht. Ja, geht ja auch gar nicht. Bei weitem nicht. Ja, sicher. Ist ja zu teuer oder gibt's auch gar nicht. Und das Problem ist halt, was bringt dir, wenn du ein Game rausbringst und es ist technisch nur für 20% der Leute spielbar? So war ja Ark. Ark 1. War ja so. Konnte keiner spielen. Wird sich ja nur wiederholen, die Geschichte. Aber klar, macht ja Sinn. Breit den Kundenkreis bedienen, ja. Ja, klar. Ja, aber... Und außerdem, wenn das sowieso nicht rauskommt auf der PlayStation, haben sie einen großen Kundenkreis sowieso nicht. Ich bin mir auch sicher,
dass Sony da noch was drehen wird. Das ist doch alles nur eine Frage des Geldes. Also ganz im Ernst, Microsoft wird da 100 Pro mit sich noch reden lassen. Das nach 12 Monaten oder so dann. Ja, wir sprechen uns wieder, wenn das released ist, ein Jahr später. Du wolltest gerade sagen, du meinst halt exklusiv, aber nur. Wir haben gestern schon mal gesprochen, nur zeitlich bedingt. Irgendwann wird Microsoft sagen, ja, Sony, wenn er uns so und so viel zahlt, könnt ihr es auf der PS5 releasen. Mhm. Ich meine, den Zug, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, der Zug von Microsoft war clever as fuck. Um sich die Exklusivrechte wirklich so zu sichern, dass niemand reinquatschen kann, haben sie einfach alle Vermarktungsrechte gekauft. Und, ja, das ist schon clever, ja. Und Tichonia, das ist jetzt nicht wirklich viel besser. Das ist schon besser, aber nicht viel besser. Was? Naja, mit der Performance. Das also im Vergleich zu dem, wo auch rausgekommen ist, ist die Performance hundertfach besser. Es ist im Early Access rausgekommen. Ich hab's im Early Access gespielt am Anfang. Also ich finde, das Spiel ist schon gut spielbar jetzt. Ja, das auf jeden Fall. Und das Problem, dass du halt FPS-Probleme kriegst, wenn du viel baust oder viel Tiere rauswirfst oder so, das haben alle Spiele. Das ist kein Arc-Problem. Ja, das ist ja. Leider. Leider. Das ist ja ein typisches Problem, wofür die Unreal Engine schon oft kritisiert wurde. Dass wenn sie zu viele Sachen berechnen muss, dass sie da einfach performancemäßig katastrophal einbricht. Aber das ist aber ja ich glaube, das ist auch bei Minecraft auch so. Oder nicht? Ja, ich glaube, so. Es gibt gar keine andere Engine, die das besser kann. Ist nicht dafür ausgelegt, Massendinge. Nichts, gar nichts. Tu das mal doch reparieren hier. Hä? Du musst doch reparieren. Dann kannst du es abbauen. Dauert nicht so lange. Aber gibt's Engine nicht eine. Ja, glaube ich, das ist schon lange drüber hinaus. Dass eine Engine für die breite Masse gestellt wird. Das war. Ich weiß nicht. Ist auch eine MMO-Engine, alles mittlerweile. Also, das ist schon. Die Zweier vielleicht, aber ab der Dreier ist es schon auf. Nicht mehr nur Shooter. Ja, Galaxien gerendert sind halt weit, weit weg. Keine Ahnung, was wieso in einem kleinen Kreis ist. Ich finde zu viele Alpha-Raptoren hier. Ich will auch. Aber was heißt denn stark limitiert, wenn ganze Galaxien gerendert werden? Du kannst halt da nichts anderes machen damit, oder? Dein erster, ach so, weil. Lese ich halt öfters. Technikus. Wo ist denn jetzt eigentlich Technikus? Ja, aber das. Ist er in Flitterwochen oder so? Oder wo ist er denn? Der ist, hat er geheiratet am Samstag. Ist jetzt vorbei oder was? Ist jetzt RIP oder? Hä? Der wird schon. Der muss jetzt erstmal ran, Mensch. Ja, aber. Hochzeitsnacht und sowas. Er muss doch kommen und erzählen. Hey, ich finde das Lieder finde ich geil. Alter, wie kräftig und boah, wie mächtig Möse, aber mächtig Möse. Ich hoffe, ich habe alle Strukturen erwischt. Ich bin weg dort. Ach so, Detailverliebtheit, okay. Ja, dann hat sie halt da die Limitierung mit dem Ding. Stellaris? Okay. Ja, aber Stellaris ist was ganz, ganz anderes. Du hast in Stellaris, habe ich ja auch gespielt, was dort, ja klar, da wird auch viel gerendert,
Aber eben, wie du ja auch, glaube ich, geschrieben hast, da gibt es nicht so viel Details. Das ist halt, da bewegt sich nicht so viel. Wenn man hier nachguckt, jeder Baum, jedes Blatt, das bewegt sich ja alles. Und ich glaube, das würde die Engine auch nicht schaffen. Hier die ganzen visuellen Effekte an den ganzen Geräten und so, das sind ja alles Sachen, die Grafik-Engine berechnen muss. Und das ist einfach zu viel. Ich glaube, dass es da einfach keine Engine gibt, die das ab einer gewissen Anzahl von Sachen... Ich glaube, da einfach jede Engine ist da momentan an ihrer Grenze irgendwann. Ja, die Engines nutzen halt noch nicht den ganzen Multicores. Man kann so viel auf die Cores verteilen, das ist bestimmt noch... Ich glaube auch anscheinend dann nicht ist die Programmierung einfach scheiße. Oder schwer, nicht nee, scheiße, einfach schwer zu programmieren. Ich glaube einfach, wir stellen uns das zu leicht vor, wenn das so simpel wäre. Ja, das sag ich. Wäre schon lange gemacht. Ich glaube, das ist trotzdem noch immer mit Konsolengedöns hin und her. Ich habe da immer noch so einen faden Beigeschmack, dass es bei den Konsolen alles so... dass sie immer alles auf die Hardware der Konsolen runter berechnen müssen. Und da denke ich, denkst du auch falsch. Wie gesagt, das ist ja das, was sie neulich in einem Gespräch gesagt haben. Dass viele PC-Spieler, die haben schlechtere Hardware als eine Konsole Rechenleistung hat. Und das ist ein Großteil der Spieler-Gigs. Wenn ich in meinem Freundeskreis gucke, was die für Krücken an PCs zu Hause stehen haben. Es hat... Ja, dann kauft ihr nochmal was Neues. Die haben noch nicht mal eine 1060 oder so im Rechner. Und das Problem ist, als Game... Für Counter-Strike und so. Ne? Als Game Designer willst du halt das so alle viele wie möglich erreichen können. Nur deswegen, ich denke, das Problem sind nicht die Konsolen. Das Problem ist einfach, dass es auf allen Systemen laufen muss. Oder? Ja, dass du und ich, wir sind Hardcore-Gamer. Wir legen Wert darauf, dass unser PC deswegen über dem, klar, unsere PCs liegen klar über dem Durchschnitt des Durchschnittsspielers. Ja. Meine immer noch? Auf alle Fälle. Das ist 5 Jahre alt. Was hast du drin? Eine 2080 oder so, ne? Ne, 1080 und 7700K. Ja, mit einer 1080 bist du trotzdem. Ja, okay. Das Problem ist, alleine wenn du dir Deutschland mal anguckst, nur Deutschland gesehen, guck dir doch mal an, wie das Geld verteilt ist bei den Leuten. Gerade so Familien, wo Kinder spielen und sowas alles. Da ist doch gar nicht, in den meisten Familien kannst du mir doch nicht erzählen, dass die Kohle für großartig PCs verfügbar ist. Ja, sowieso weiß ich ja. Ist ja normal. Kenne ich ja selbst. Mhm. Leider muss man ja so sagen, dass immer mehr Familien das, was sie verdienen, gerade so reicht, dass sie über die Runden kommen. Ist traurig, ist aber wahr. Die Leute, denen es deutlich gut geht mit ihrem Gehalt, das sind vielleicht die oberen 30%, wenn überhaupt. Der Rest, der schleift sich so durchs Leben. Ja, das mit durchs Leben schleifen, ja, da sagst du was. Da sagst du was. Ja, da bin ich ja gespannt hier, Tichonia, weil die ganzen Präsentationen zeigen schon immer so wilde Sachen, aber ob das wirklich so einfach ist dann, die zeigen halt fertige, vorgerendete Sachen, auch wenn es ja angesagt ist in Echtzeit. Diese riesen Maps von Ark, ja, können die ja auch nicht machen, dass sie flüssig laufen so richtig. Mal schauen. Ja, immerhin ist ja da Progress, ne? Wir wollen sie nicht beschweren. Ich beschwere mich immer, dass kein Progress ist, aber Unreal Engine 5 ist draußen. Ich würde halt eher feiern, wenn noch so ein bisschen die Welt veränderbar ist. Aber da gibt es ja schon die andere Engine, die Unix Engine. Das passt ja dann. Also 3012 bin ich gleich. Ja,
denke, da wird noch viel passieren. Ja, klar. So. Einfach am Strand lang. Das ist ja aber auch, ist aber auch so eine Sache. Die neue Engine wirkt auch gegen die Performance dann für die aktuellen Rechner. Da brauchen wir neue Rechner. Das heißt ja dann nicht, dass mit der neuen Engine es besser ist, sondern es läuft ja eher schlechter und nur auf neuen Rechnern vielleicht dann besser. Wir wollen mehr Performance haben, aber haben wir dann dadurch ja nicht. Haben wir dann vielleicht später, wenn wir neue Rechner haben. Aber bis die so gut läuft wie die jetzige Engine, da vergehen ja auch so ein paar Jahre. Die müssen erstmal drauf programmieren. Und schauen, was wir noch verändern können, verbessern können. Man muss erstmal dahin kommen, dass es so läuft wie jetzt. Und mehr Polygon berechnen, mehr Lichtdinger, alles und hin und her, ist dann auch wieder sehr, sehr viel Hardware fressender. Ich weiß nicht genau, wo du bist. Also, hier ist nur so ein Häuschen. Bist du das? Also, ist das dein Häuschen hier? 150er Trike vor deiner Tür? Ja, spawn doch mal zu Hause, oder hast du kein Bett? Max Level Trike hier, willst du den nicht ziehen? Du bist knockert. Ist ich überhaupt die HP? Soll ich den töten hier, den Teddy, oder willst du den zähmen? Weil der ist ein guter Teddy, der ist ein starker. Muss nur aufpassen. Ja, wenn du die Klasse vorbei bist, ist klar, aber ich hätte ihn ja auch töten können, aber es ist ein starker Teddy hier. 35, echt gut, also 150er Max Level Track vor deiner Basis, hier den. Und wo ist der? Hat sich dreimal gekillt, die Sau. Also nicht so einfach mit dem 10 bei dem, der Torper sinkt ziemlich stark. Ach so, das ist nicht deine Base. Ah. Wer ist denn Timmy? Du willst deine Sachen holen, oder was? Ach so, Timsen. Modern Hunt, gute Nacht. Wie lief denn deine Partie in TFT? Ich sehe den gar nicht, den Alpha. Du sagst, da ist Alpha, ich sehe den gar nicht. Mich greift er ja, glaube ich, gar nicht an. Ach, da hinten.
Ich glaube, ich habe deine Dinos gerade noch gerettet. Ich weiß nicht, ob alle gestorben. Ich habe nur Schaden gesehen, Schadenzahlen auf einmal. Wir haben jetzt den Cluster geladen und dann nur Schadenzahlen. Ich dachte, da wird jemand angegriffen. Da müssen, das sind deine Sachen. Ein Speer hast du, Santiago Speer. Okay, ja, kein Problem. Ach so, stimmt, du bist doch da auf dieser komischen Ding da, ja. Ich habe doch gestern zugeschaut. Stimmt, du bist auf diesem Felsen da. Wo auch immer das war. Ach, du hast TFT und LOL hintereinander gezockt? Oh, ui. Alles klar, Tuchonia, gute Nacht, schlaf schön. Das ist aber eine harte Partie, oder? Die beiden hintereinander. Gut, dann. Achso, noch weiter. So. Soll ich noch irgendwas tun? Sonst würde ich da weiter breeden bei mir. Kann dir eine Kugel leihen, wenn du willst. Willst du ihr die Kugel geben? Ja. So, na gut. War schön mit dir. Aber es ist noch schöner, wenn ich wieder nachts zu Hause bin. Nicht, dass ich hier noch irgendwie hier zu viel Luft einatme. Ja, ich hätte so eine Kugel gegeben. Willst du noch haben? Ich kann mich jetzt rückworten. So, also was haben wir jetzt hier? Ich glaube, ich bin eh durch mit dem Main Breedings. Giga stehen, Drachen stehen, Spino stehen, Rexe stehen. Okay, alles gut. Genau, Affen stehen, stimmt. Okay, ist auch gleich Einser, dann kann ich Ding starten. Elian, es geht ab 1 Uhr wieder, kann ich den. Boah, und die sind bald fertig hier, krass. Aber das sind nicht die von dem Main-Ding, ne? Ach, die sind eh fertig, okay, die kann ich dann morgen machen. Packe ich schon mal ein. Leider keinen Drachen gesehen hier. So. Ja, kann wieder da sein, ja. Der kann wieder da sein. Oder, also neuer zumindest. Der alte nicht mehr. Da kommen ja neue, wenn ich das neu starte. Naja, es ist eigentlich ein besserer Dödi, der Alpha. Aber leider kannst du den nicht ziehen. Der war halt gegen dich.
Ich habe halt der Soul Station gesagt, dass das höchstens 5 Fertilizer im Blumenbeet sein darf. Man hat sich mal auf 10 hoch. Aber der tut immer noch herstellen hier. So. Passt. Läuft echt viel besser als gestern. Läuft richtig gut wieder. Läuft richtig gut wieder. Und bin froh, dass alles hingehauen hat heute. Mit der Optimierung. Ja. Da muss man öfters mal durch. Und am nächsten Tag geht's dann wieder. Das war gestern wild, habe ich ja gesehen. Ich bin ja zum Glück ins Bett gegangen. Hätte ich auch gar keinen Bock gehabt. Wo kennen wir den Gags? Wie bitte? Also. Schämlich. 9, 3, 8, 3, 7, 3, 7. Komma. Herrlich. Klammer. 5, 4, 3, 2. Zu 9. Genau, die 2 brauchen wir. Die 2 brauchen wir. So, da kannst du gucken, wa? Und du guckst hier, mein Freund. So. Na gut. So. Was macht der Radar die Nachtwache hier? Ah, ja. Aha. Da hat in seinem Haus fließend Wasser. So. Das ist ja der Cowboy. Hat fließend Wasser im Haus. Das können wir uns alle nicht leisten. Abgehoben. Abgehoben. Wie lange bist du denn heute noch da, Puffy, eigentlich im Spiel? Oh, ich werde dann auch gleich erstmal und die Schiff fahren gehen. Jetzt
Wollt jetzt den Umzug schnell durchziehen. Wie das immer klingt, wenn unter Schiff fahren geht. Dänchen, Dänchen. Ich bin jetzt erstmal so zufrieden. Ja. Hast du einiges geschafft, ist ja schön. Mit meiner kleinen Lodge hier. Die anderen also noch. Ach, da ist ja der Felsen. Ist das ein böser Kahn oder was? Ach du Scheiße. Du lebst ja schon gefährlich. Vielleicht gehe ich dann mal auf der Island noch so einen Drachen gucken. Du mit deinen Viechern, ja, also das ist ja wild. Du hast sogar ein Pego. Ach du Scheiße, so will ich mir nie zulegen, so ein Arsch. So ein Arsch will ich mir nie zulegen. So, hier draußen wäre ich dann noch. Gibt's eigentlich Regenschirme und sowas? Ich würde hier draußen dann noch so Sitzbänke mit Regenschirmen am Strand aufstellen. Muss ich die Deko mal drauf tun. Da kann ich die Deko mal drauf tun. Dann gibt's das schon. Ihr sagt, ich habe viele Tiere. Schau mal, was hier ist. Das ganze Park hier. Zoo, alles. Dodo, Schildkröten, Moschus. Raptoren. Die Tiere sind schon alle da. Trikes. 3 Dinos. Das war's aber auch, hä? Wo ist denn dort der Fabricator? Und die Chemiebank? Wo ist denn der Tech-Replikator? Ja, und der Tech-Replikator. Genau. Das geht ja. Und wo sind denn die ganzen S-Plus-Storage-Boxen? Aber erstmal wird's Dodo durch die Gegend getragen. Guck mal, niedlich. Schon ein offenes Haus da. Ich finde ja, du hast viel Fantasie, dass du da ein Haus siehst. Ja, ist ja auch Spaß. Immer mit der Ruhe. Du hast falsche Infos bekommen, also ist der Gags schuld. Ah ne, vom Schweizer. Jax, was gibst du hier falsche Infos weiter? Der Schweizer war das doch, was für Infos? Thank you.
Der Charakter oder Hunger hier. Wird's hackt. Ah, haben wir getrickst hier. Und das Spiel beschissen. Nix, nix. Mach mich gerade schon so ein bisschen bettfallen. Was hat denn der Schweizer gesagt? Guck mal, Keks. Was für falsche Infos. Siehst du das? Ja, am Boden. Getrickst, weil hier die Foundations, das musste über 4 Foundations gehen. Sonst hätte das da oben nicht gepasst. Ja, da kann man drauf tun, ich weiß. Naja, aber ich habe das jetzt über die Ecken legen müssen von 4 Foundations. Das sieht viel besser aus so. Aber jetzt kann man nämlich hier, bumm, da kommt man am Dünger raus. Und kann hier direkt, ne? Tschick, tschick, tschick. Und tschick ist mal im Gewächshaus. Kann man sich direkt ducken beim Dünger. Das macht voll Sinn. Schicki, so. Bin ich erstmal zufrieden hier mit meiner Location. Ja, ganz so scheiße ist nicht, wie ich dachte. Ist okay, ist nett. Kann man, morgen werde ich dann an jeder Seite noch 4 Turrettürme bauen. Also. An jeder Ecke ein Turm. Ich will diesmal keine Pflanzen bauen. Ich baue diesmal einen Turm mit 4 Tech-Geschützen an jeder Ecke. Und die werden einfach auf All Targets gestellt, dass rings um meine Base nichts lebt. Hier muss auch noch irgendwas oben drauf. Auf All Target? Bist du wahnsinnig? Was ist denn mit dir? Ja, warum denn nicht? Ja, also das geht so nicht, das hast du doch. Sag mal, der düngt nur bepflanzte Beete, oder? Kann das sein? Oder, eigentlich, Gex? Eigentlich egal. Oder was? Ja, weil die sind alle ungedüngt. Weil die alle nicht bepflanzt sind. Jetzt bepflanze ich ja einfach mal welche. Mach doch, geh doch erstmal auf Einschalten, du hast es gar nicht angeschaltet, das Ding. Was ist denn hier nicht eingeschaltet? Dein Ding, das sieht er, wo du gerade drin warst. Das sieht er zurück. Der macht das doch auch nicht. Dafür haben wir doch hier einen Farmer. Ja, so. Und außerdem haben wir hier den und den. Und die machen das auch, wie du siehst. Da ist der Dünger. Irgendjemand schlägt hier Tiere. Ganz brutal hier. Also. Luma, also ich muss ja bitten, ne? Kommt die North hier.
Einfach mit der Metall-Pickaxe hier. Also ich fühle mich schon nicht so wohl, wenn ich hier mit so brutalen Leuten auf dem Sofa spielen muss. Ja, ich bin auch nicht mehr so sicher, ob wir überhaupt solche Leute spielen lassen sollen. Da müssen wir nochmal reden. Oh, oh. Mit Peitsche wäre okay. So, ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal was zu essen bestellen. Und die Zeit? Achso, okay, bei dir geht's immer, hast du gesagt. Genau, wir sind hier in. Wir sind hier in der Mega-Metropole des Ostens in Leipzig. Da geht das immer. Metropole vor allem. Mutterstadt. So, jetzt wollen wir ja mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich jetzt hier besame. Ich gehe mal kurz raus aus Ark, wenn du besamst, muss ich mich jetzt nicht mehr sehen. ich lasse dein Skill noch an, ich gehe nur kurz hier aus Ark raus. Du magst nicht zugucken, wenn ich später besame? Doch, aber ich bin dann schon mal raus und guck mal, mach die auch Mod. Extra. Ja, genau, mach das mal. Mod mal ab. Mod mal ab, ich muss nur das Protokoll suchen. Was soll man denn hier? So. Haben wir doch eine Menge gemacht. Ich dachte, ich bin so zwischen so um 11 Uhr raus. Wir haben jetzt 1.04 Uhr. Warte mal, wo ist denn das? Ich muss erstmal alles vorbereiten hier. Wir haben 1.05 Uhr machen wir. So. Also, wir haben heute gespielt, Tag 17. Von 11.08 Uhr bis 1.05 Uhr. Das war nicht so viel wie gestern. Gestern haben wir von 6.52 Uhr bis 23 Uhr fast. So, warte mal. Die irgendwelche Ark Collection geedit, genau. Ark Collection geedit. So. DC Server Talk. Okay, passt. Gut, also, wir haben 1.05 Uhr. Damit geht der Tag 17 zu Ende in Ark. Wir haben eine Menge gemacht. Heute sehr, sehr viele Power Readings. Nicht wieder 200 am Stück, sondern nur die besten sind gebreedet worden. Plus 1, 2. Die Reserve Breedings. Drachen haben wir einen geilen gefunden. Giga haben wir einen starken gefunden. 4 Stunden mit Server haben wir gebastelt. Hin und her, up and down die Server. Bla bla. Also war schon nervig teilweise. Ich hab Schiss bekommen, dass die nicht mehr gehen, weil die ganze Game Mini war weg. Aber hey, ich hab's ja gesichert, falls sowas passiert. Und deswegen, ja, jetzt wird's gepennt und nachher geht's morgen in der Früh weiter. Hier. Das ist das Protokoll. Ich habe mich jetzt größer gemacht. Ich war klein. Von daher, wie immer, schnabulieren, abonnieren, kommentieren, Glocke, Dingsbums und so weiter. Viel Spaß. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.